Moin ihr Lieben, ich bin Katharina und es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute soll es um meine Klamotten gehen und so ein ganz bisschen auch um das Projekt 333. Meine Gedanken dazu und ein bisschen ergänzen zum letzten Video, was ich zu dem Thema gemacht habe. Noch ein bisschen mehr und ich wollte euch zeigen, wie ich aktuell meine Klamotten aufbewahre, zumindest einen Teil davon. Ja, wie ich schon meinte, ich habe zum Projekt 333 schon mal ein Video gemacht, war also ein bisschen meine Gedanken, habe euch ein bisschen was gezeigt von meinen Klamotten und dementsprechend dachte ich, ich mache dazu mal etwas Neues. Wer das Video noch nicht kennt, der kann es ja sehr, sehr gerne mal anschauen im Anschluss. Vielleicht ist es doch ganz interessant und Inspiration für euch dabei. Ich sehe es immer noch so, was das Wäschewaschen angeht, zu wenig Klamotten und das Wäschewaschen sind schwierig, weil eine leere Maschine waschen ist nicht nachhaltig oder zumindest mit einer nicht ganz vollen Waschmaschine zu waschen. Ist nicht nachhaltig. Allerdings ist beim Projekt 333 ist Schmuck mit drin, Taschen sind mit drin, Jacken sind mit drin. Schuhe, glaube ich, waren nicht mit drin, wenn ich mich nicht irre. Ansonsten sind normale Alltagsklamotten mit drin und das war's. Was wegfällt, sind Socken, Unterwäsche, Sport, dann Nachtsachen und definitiv so Jogginghose und alles, was man so für zu Hause hat, was man zu Hause trägt und in der Regel nicht unterwegs und im normalen Alltag. Das fällt raus. So sieht das Projekt insgesamt aus. So sind die offiziellen Regeln, falls man überhaupt davon irgendwie Regeln sprechen kann. Ich habe aber gemerkt, dass Leute, die dieses Projekt machen, ganz gerne saisonweise das Ganze machen und den Rest der Klamotten nicht aussortieren, sondern wegpacken, zur Seite packen und nach diesem Projekt wieder rausholen oder wenn die Saison vorbei ist. Dementsprechend werden im Winter Sommerkleider zur Seite gepackt und im Sommer werden vielleicht dicke Pullover oder der Wintermantel zur Seite gepackt. Dementsprechend zählen diese Klamotten nicht mit rein. Aber für mich ist es so, diese Klamotten besitzt diese Person und dementsprechend zählt sie auch mit zum Kleiderschrank. Nur weil sie nicht im Kleiderschrank aktuell drin sind, heißt es noch lange nicht, dass diese Person diese Klamotten nicht besitzt und dass man sie nicht mitzählen sollte, finde ich. Ich habe grob mal nachgeguckt. In der Regel besitzen Frauen so etwas über 100 Kleidungsstücke und Männer so um die zwischen 70 und 80 Stück. Macht Sinn, ist auch irgendwie logisch. Allerdings ist es für mich so, dass ich sage, ich weiß natürlich nicht, was da so in diese Statistik mit reinzählt, ob da jetzt Sportklamotten mit drin sind, Unterwäsche und so weiter. Das kann ich natürlich nicht sagen. Ich habe mal grob durchgezählt und habe gemerkt, vielleicht könnten es bei mir so um die 100 Kleidungsstücke sein, abgesehen von Jacken für draußen, Sportklamotten, Unterwäsche und so Trägertops, die ich drunter trage, habe ich definitiv nicht mitgezählt. Nachtsachen auch nicht, eine Jogginghose besitze ich nicht. Da habe ich jetzt irgendwie auch noch andere Sachen, die ich für zu Hause gerne trage, zum Beispiel eine dicke Puscheljacke oder einen gemütlichen Rock, da bin ich eher der Mensch für. Und warum ich das gar nicht so ganz genau sagen kann, wie viel Klamotten ich wirklich habe, liegt an einer ganz gewissen Sache. Ich habe alle Klamotten mal rausgeräumt und habe mich entschieden, ich probiere alles mal an und trage es im Alltag und alles, was mir nicht gefiel, habe ich in dem Zusammenhang aussortiert und alles andere habe ich wieder in meine Kommode einsortiert und eingeräumt. Ich bin damit noch nicht durch, weil gerade Dinge wie meine Röcke trage ich halt eher nicht zu dieser Jahreszeit. Es ist einfach zu kalt und für drinnen bin ich momentan auch nicht so derjenige, der Röcke trägt, weil ich mir sage, ey, ganz ehrlich, ich ziehe mich lieber ein bisschen wärmer an und der Jahreszeit entsprechend. Und dann muss die Heizung auch nicht auf volle Pulle laufen, was natürlich auch deutlich nachhaltiger ist. Dementsprechend kann ich noch nicht 100% sagen, wie viele Kleidungsstücke es wirklich sind, aber es hält sich da echt in Grenzen, finde ich. Und einige Sachen habe ich erstmal zur Seite gepackt, nicht komplett aussortiert. Ich habe ja diese Kiste, wo solche Sachen dann reinkommen, die ich erstmal zur Seite packe, mit euch ja auch mal durchgeräumt. Und dann merke ich, wenn ich mir diese Kiste angucke, was soll vielleicht wieder zurück in meinen Kleiderschrank und was kommt am Ende dann doch wirklich weg. So sieht es bei mir aus. Ich finde, man sollte alle Klamotten halt zählen, wie ich schon meinte. Dementsprechend habe ich alle Klamotten in einer Kommode drin, zumindest die meisten. Ich habe aktuell nichts, was ich aufhänge. Das heißt, ich habe meine Kleider auch alle einfach zusammengefaltet, was relativ gut funktioniert. Wenn sich mal etwas kruntschelt, gerade irgendwie unten am Saum oder ähnliches, dann gehe ich mit dem Glätteisen drüber und gut ist. Ansonsten für Notfall hätte ich auch noch ein ganz, ganz kleines altes Reisebügeleisen und das war's. Dementsprechend zeige ich jetzt einmal ganz kurz die Kommode, wo die meisten meiner Kleidungsstücke drin sind. In dieser Kommode sind meine Klamotten drin, zumindest in einem Teil dieser Kommode. Hier ganz oben habe ich einfach ganz banal Unterwäsche und hier sind nochmal Socken drin. Darunter habe ich Sportklamotten. Also da habe ich Sport-BHs, Oberteile und hier sind Sporthosen.
Da sind ganz viel so, Hosen sind von Gymshark großenteils, weil das ist zum Beispiel eine Alphalete, die finde ich am allerbesten, muss ich sagen. Allerdings sind die auch relativ teuer und noch teurer, glaube ich, sogar als Gymshark. Wiederum habe ich die alle gebraucht gekauft. Dementsprechend habe ich nicht den originalen vollen Preis gezahlt. Die hier, die sind komplett bunt gemischt, was auch immer alles dabei ist. Also das obere ist eben kein Sportoberteil, wollte ich aber für Sport verwenden. Ist aber dann doch nicht so meins, so ein Crop-Top, so ein gekropptes Oberteil zu tragen, ist auch eh nicht so meins. Was haltet ihr davon? Vor allem, was haltet ihr davon für einen Sport? Würde mich auch mal sehr interessieren. Ansonsten habe ich in der großen Schublade hier unten eine ganze Menge drin. Das sind erstmal hier in dem Schuhkarton BHs. Dann sind hier meine Hosen. Ich habe 4 Hosen, 2 blaue und 2 schwarze. Das ist ein Jeans, die schon relativ ausgewaschen ist. Ich glaube, man erkennt es nicht ganz so dolle. Darunter ist eine blaue, die ein bisschen heller ist. Ist gerade in der Wäsche. Und dann habe ich noch eine, die ich gerade trage momentan. In schwarz, die aber nicht so typisch Jeansstoff ist. In ganz dunkel schwarz, die sich auch nicht so schnell rauswäscht. Da liegt noch ein BH. Hier haben wir meine Kleider, da hinten sind noch mehr. Also da ist wirklich alles mögliche an Kleidern drin. Hier sollen noch meine Röcke rein. Die sind allerdings noch im Karton drin, weil ich die noch nicht durchprobiert hatte. Und mich noch nicht entschieden habe, was bleiben darf und was nicht. In der Schublade habe ich erstmal da hinten meine Trägertops, die ich so zum Unterziehen habe. Hier sind Langarmoberteile, hier sind noch mehr. Ich mache das immer so, weil ich die so falte, damit ich 2 Reihen machen kann. Immer so, dass ich eins in die eine Richtung, das andere in die andere lege, weil diese Seite eben durch die Faltung meistens dicker ist und sonst habe ich so einen schrägen Stapel und da passt dann weniger rein. Dann habe ich hier meine Blusen zweimal. Ich glaube, das sind hauptsächlich weiße Blusen, bis auf, glaube ich, 3 schwarze und eine rote. Und hier habe ich meine ganzen T-Shirts drin. Eine ganze bunte Mischung. Das sind 2, die eigentlich ein Sport-T-Shirt sind. Allerdings mag ich sie so viel lieber zum im Alltag tragen, weil es eben nicht so eine Funktionswäsche, nee, das kann man nicht sagen. Weil die sind halt anders als diese klassischen Sportteile, weil es eben auch Baumwolle mit beinhaltet. Da hinten sind noch mehr. Hier haben wir noch es sind auch ältere Sachen mit dabei, wirklich. Also das hat schon ein paar Löcher so ein bisschen bekommen, weil das so zweilagig ist. Und ja, das ist eine ganz bunte Mischung. Und hier vorne auch nochmal, also wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Oberteile sind dabei. Eins, bei dem ich mir immer nicht sicher war, ob ich es so behalten möchte oder aussortieren möchte, ist dieses hier. Das habe ich gerade beim letzten Mal mitgewaschen. Beim letzten Mal waschen, das müsste ich nur noch zusammenlegen. Das ist eins Fishbone, was ich mal bei, ich glaube, New Yorker gefunden habe mit halt eben Filmstreifen drauf und ja, ich weiß halt nicht, ich finde es eigentlich ganz cool, aber ich trage es irgendwie nicht, da bin ich mir nicht so sicher, was meint ihr dazu? Ich lege das gleich nochmal zusammen, aber packe das jetzt erstmal da rein und ja, das sind so meine hauptsächlichen Klamotten in der Schublade. Hier sind Kleider drin, die man ja eigentlich eher hinhängt, die habe ich hier, allerdings so Sachen wie Sweatshirt, Jacken, da habe ich glaube ich 4 oder 5 Stück. Ich bin mir da gerade nicht mehr sicher, ob ich eine aussortiert hatte oder nicht. Und dann habe ich noch glaube ich 2 oder 3 Pullover, also 2 dickere und einen dünneren definitiv. Und da die sind hier auch nicht drin, die habe ich nochmal separat weggepackt, weil die hier keinen Platz mehr hatten. Sonst hätte ich sie hier auch noch mit reingepackt. Gucken, ob ich mich demnächst nochmal von ein paar Dingen trennen kann, dass ich hier vielleicht nur noch einen Stapel habe am Ende. Allerdings ist es ja so, dass hier auch noch meine Röcke rein sollen, also wäre dann wirklich dieser Stapel am Ende dann für die Röcke mal gucken. Schauen wir einfach mal, wie ich das dann hinkriege mit dem Wegsortieren. Sieht es bei euch aus? Wie sortiert ihr eure Klamotten weg? Das würde mich mal sehr interessieren und das war meine Kommode mit meinen Kleidungsstücken und meine Gedanken zu diesem Projekt 333 und einem minimalistischen Kleiderschrank. Ich sortiere nichts aus, was ich nicht ernsthaft nicht mehr brauche, weil wenn ich etwas gerne trage, sortiere ich es nicht nur aus, um weniger Kleidung zu haben. Es ist nicht viel, aber auch nicht extrem wenig. Oder wie seht ihr das? Ist es für euch eher viel oder eher wenig? Würde mich mal sehr interessieren. Und ansonsten hoffe ich, ich konnte euch ein bisschen was mitgeben und ihr denkt ein bisschen mehr über das Thema Minimalismus im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit und Kleidung nach. Und dann sehen wir uns sehr, sehr gerne im nächsten Video. Tschüss!